Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Heute haben wir mal einen Bauernhof. Der hier hinten ist auch verlassen, nur da kommt man leider gar nicht rein. Und da schaut es eigentlich ganz gut aus. Wir waren noch nicht drin. Wir schauen uns das Ganze mal an. Innen drin stehen auch noch ein paar Möbel, sieht man durchs Fenster. Ja, schauen wir uns doch die Sache mal an, oder? Mitkommen! So, jetzt stehen wir hier an der Haustür von diesem Zweifamilienhaus anscheinend. Die hat noch einen schönen Hof mit mehreren Schuppen. Hinten hängt auch noch ein Basketballkorb. Da ist ein verfallener Schuppen. Das schauen wir uns aber am Schluss an, weil ha, hier kommt man tatsächlich rein. Also wir haben nichts aufgebaut oder so, um Gottes Willen. Schauen wir uns das doch mal an. Auf jeden Fall schön kühl hier. Tür! Halt ein Riesenspinnennetz. Ich bin dagegen gelaufen, das war stabil. Also hier eine alte Toilette. Eine Dusche. Ah, da wäre auch ein Eingang gewesen. Schau an. Wieder die ganze Tür. Ja, das scheint die Küche gewesen zu sein. Ah, sehr schön. Ich liebe diese Anhaltspunkte. April 2013, also seit über 6 Jahren steht das hier leer. Hier liegt auch noch ein großer Schrank, ein Regal. Hier auch eine Zeitung. Immer sehr gut. 26. November 2014. GPS-Signal. Schnauze. Hier ist noch schon eine schöne Tafel mit Pferden. Ah ja. Ach Gott. Aha. Anscheinend gibt es hier auch gar keinen Keller. Doch, einen Keller gibt es hier, aber die Heizungsanlage befindet sich hier im Erdgeschoss. Noch ein schönes Bild. Hier ist noch Spielzeug, eine Kindersonnenbrille, Spielgeld, sogar noch D-Mark Spielgeld. Nicht wundern, Daniel schaut aus wie ein Baum. Ja, meine Zahnkleidung aus den Staaten. Genau, das haben wir in Amerika gekauft, wo wir waren. War das auch im Walmart? Ja, ich glaube, ihr habt ein ganzes Set mit auch Hose gehabt. Und ich glaube, da habe ich für insgesamt mit der Cap, Hose und Jacke, ich glaube, $50 gezahlt. Irgendwie sowas. Ja, natürlich wenig. Hier steht auch noch so ein Schränkchen. Also hier echt eine schöne Terrasse eigentlich. Mit Wildrosen. Schön bewachsen. Auch noch alte Zeitung. Ich habe immer Angst, dass irgendwie ein Tier raushuscht. Ein größeres. Hier sieht man noch ein paar Überbleibsel von der Familie, die damals hier gewohnt hat. Was für ein Garten. Ja, war bestimmt mal idyllisch. Vor allem, wir sind hier ja echt mitten im Nirgendwo. Wir sind hier locker 15 Kilometer durch den Wald gefahren. Es kam uns gerade mal ein einziges Auto entgegen. Erste Etage gibt es dann auch noch. Wie gesagt, es waren 2 Familienhaus. Vorne standen auch noch 2 Namen dran. Gehen wir da rein. Das ist nämlich auch schön kühl. Hier auch noch dieser Rundbogendurchgang. Der ist echt schön gemacht. Mit so Kunststeinen.
Jetzt auch schon die Tür. Boah. Riecht ein bisschen muffig hier. Es knackt auch ein bisschen. Aber hier ist die ganze Wohnwand ist hier noch da. Was hast du? Ah, hier hat ein Lost Place Kollege etwas hinterlassen. Das habe ich auch im Vorspann mit drinne. Aha, Gruß Andi. Falls Sie das Video sehen. Kein GPS-Signal. Wir haben kein GPS-Signal. Nee, wenn ihr das Video seht, dann Gruß. Alte Schlittschuhe. Einen alten Hexenbesen. Da liegt eine Flasche Febreze, aber die bringt hier drin, glaube ich, nichts mehr. Ah, das ist, sowas finde ich immer bitter, wenn man sowas findet. Das wurde angefangen zu stricken und wohl nie fertig gemacht. Ja, und plötzlich war das Leben hier raus. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das hier verlassen wurde. Ich denke mal, das liegt einfach viel zu viel abseits hier. Ist echt gar nichts in der Gegend. Oh, ein Keller. Der ist natürlich auch interessant gleich. Das schaut mir definitiv nach Kinderzimmer aus. Siku, wer kennt es nicht? Und ein aufblasbarer Hai. Was mit der Heizung passiert, sag mal? Die Heizung ist ja voll durchgebogen. Könnte es so? Habe ich noch nie gesehen. Da noch ein Kinderstuhl, eine Luftmatratze. Und die waren anscheinend sehr christlich, weil in jedem Zimmer findet man irgendwelche alten Jesusbilder, Maria-Bilder. Aber noch nicht so viel. Jo, was war das für ein Raum? Man könnte erst meinen Küche, aber dazu fehlen die Anschlüsse. Wahrscheinlich ein Wäscheraum, denke ich mal. Hier ist auch nochmal ein Raum. Ach ja, toll. Ja, ich habe hier drin immer noch kein GPS-Signal. Schaut mal das Bild an. Und hier nochmal Jesus-Bilder. Da frage ich mich aber schon, wenn die Leute so gläubig waren, warum haben die solche Bilder da gelassen? Aber das war meine Küche. Gefliest, Anschlüsse. Hier sieht man auch noch persönliche Gegenstände, alte Korken, eine Trillerpfeife. Ein Messer. Wollen wir mal in den Keller gucken? Hier geht's runter in den Keller. Ach nö. War wohl nichts mit Keller. Hier steht auch bloß ein Wasserboiler. Dann gibt's hier gar keinen Keller, anscheinend. Alter Sicherungskasten. Aber das haben so alte Bauernhäuser eigentlich an sich. Ich habe überall Spinnweben. So alte Bauernhäuser haben das eigentlich an sich, dass sie meistens gar keinen Keller haben. Drum war ja auch die Heizungsanlage hier im Erdgeschoss. Was haben wir eigentlich hier noch rumstehen? Was ist denn das? Ein alter Ofen? Tatsächlich. Oh ja, schön. Ein uralter Ofen. Denk mal nicht, dass da was drin ist. Uralte Bleche. Ja. Aber jeder Meter
Bei jedem Meter läufst du in Spinnweben rein. Was ist das? Fotografie? Eine Zeitung von 97 und das Geile ist, da ist mein Auto als Kombi drauf. Eine Zeitung von 97 und hier Federn in einer Grillschale. Wo ist das Hühnchen dazu? So, dann schauen wir mal hoch in den ersten Stock. Oh, interessant. Interessant. Nee, nicht interessant, weil nichts drin. Aber am Kalender hat man ja schon gesehen, dass das hier, wann war es, 2014 verlassen wurde. Ah, ja. Fangen wir mal rechts an. Sorry für das plötzliche Ende, aber wir haben dann echt hier in der Pampa kamen Autos und die waren irgendwie von der Stadt oder so. Ihr kennt das, diese weißen Britschen mit diesen rot-weißen Aufklebern außenrum. Wir haben dann vom ersten Stock runter geguckt. Der erste hielt hier vorne, der zweite hielt dann vorm Haus und ist dann da Richtung Zaun gefahren. Wo wir raus sind, war der Zaun auch wieder geschlossen. Also der war bei uns schon offen, einfach nur der Bauzaun verrückt. Und dann war er wieder zu. Aber das ist uns zu heiß, nicht, dass die jetzt irgendwann rufen, weil die standen nur direkt hier an meinem Auto. Ich glaube, wir suchen lieber das Weite. Scheiße. Aber das ist eine coole Location eigentlich. Ja, mal kann man nichts machen. Also, haut das Viech raus. Beim nächsten versuchen wir wieder unser Glück. Bis dann. Ciao.